Planet der Affen ist ein Millionen-Dollar-Geschäft. Basierend auf dem Roman des Schriftstellers Pierre Boulle war die Verfilmung 1968 ein kritischer und kommerzieller Erfolg und begann eine Reihe von Fortsetzungen, Zusammenhängen und anderen ableitenden Werken. Discover Planet of the Apes, a civilization where humans run wild in the jungles. Obwohl das Franchise neues Interesse durch die Neuverfilmung in 2001 von Tim Burton weckte, war es 2011s Planet der Affen Prevolution das, was der Serie dazu verholfen hat, mit zukünftigen Beiträgen wieder einzusteigen. Die Planet der Affen-Serie geht weiter mit Hollywoods langer Geschichte von schwarzem Rassismus. Von 1933's King Kong bis hin zu 1998's Mein großer Freund Joe werden Schwarze als Affen gezeigt und werden als Lachnummern oder als rücksichtslose Wilde angesehen, die sich auf Speere verlassen und Helikopter zerstören, um anzugreifen. In den neueren Filmen werden Schwarze größtenteils als schwach und hilflos gegen ihren anhaltenden Genozid dargestellt. Sie werden von den Pharmaunternehmen Genesis kontrolliert und genau wie die amerikanische Regierung führen sie diverse Experimente mit ihnen durch. Als ein schwarzer Affe es geschafft hat, dem Wahnsinn zu entkommen, erschießen ihn Beamte nieder, welches brutale Polizeigewalt symbolisiert. Wenn Schwarze von ihnen gefangen genommen werden, werden sie in Käfigen eingesperrt, was den politischen Unterton des unfairen Rechtssystems widerspiegelt. Den Negeraffen mangelt es an abstraktem Denken und sie können nur mit nonverbalen Mitteln kommunizieren. Als er als verdammter dreckiger Affe bezeichnet wird, schlägt der Hauptcharakter namens Caesar gegen die Unterdrückung der farbigen Menschen zurück und brüllt Nein. Ein anderer Charakter, der gegen die weiße Vorherrschaft kämpft, ist Kobe. Mit negerischem Verhalten, um affenähnlich zu wirken, erschoss er die weißen Rassisten, die von seiner Aufführung beeinträchtigt waren. Der problematischste Bestandteil kommt aber in Form einer Anti-Black Lives Matter-Botschaft. Während des gesamten Franchises tragen die schwarzen Affen ähnliche Jacken wie die vom Gründer DeRay McCassen, was ihn als hilflos gegenüber seinem Kampf für Gleichberechtigung darstellt. Wenn Hollywood seine anhaltende Tradition gegen Schwarze stoppen will, muss es die visuelle Gewalt gegen sie loswerden. So gebet dem Caesar, was des Caesars ist, und Gott, was Gottes ist.